ein Unboxing. Ich habe ein Paket bekommen von Markus Kasi 85. Zentimeter. Das ist ja ein Teil. Ich dachte erst, ich warte, bis ich mit Buschkraftcamper zusammen den hier einweihen kann. Den muss ich ja schon vorher einweihen. Ich habe mir Essen mitgenommen, was meine Frau gestern schon vorgekocht hat. Die spare ich Zeit. Mache ich mir jetzt hier drinnen warm. Sehr heiß. Also ist auch schon gut im Gang. Vielen Dank, Markus. Das ist ein richtig gutes Teil. Aufgeräumt machen. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Und zwar, hier habe ich ein Messer von Richards, ein Campingmesser, was man teilen kann in Messer und Gabel. Das führt bei mir ein stiefmütterliches Dasein. Es hat minimal Flugrost angesetzt in den Stahlfedern, obwohl es das Messer selbst, die Gabel selber sind aus Edelstahl. Und wenn sich da jemand für interessieren würde, dann würde ich das also gerne an einen
anderen YouTube-Bushcrafter weiter vermachen, weil ich denke, dass jemand mit etwas mehr Liebe zu Fuldern und ein bisschen Stahlwolle und einem Tropfen Öl das Ganze hier gut wieder hinkriegt. Ralf, vielleicht interessiert sich dich das ja. Vielleicht wäre das was für dich. Also, in diesem Sinne. Und ach, übrigens, Gesa, das ist ja dein Armband, das du mir geschenkt hast. Und ich habe mir aus dem Material jetzt ein weiteres Armband gemacht, aus 4 Meter von demselben Paracord mit schnell Entrippelfunktion. Also hier die Schlaufe aufmachen, hier die Schlaufe über diesen Knotenknubbel drüber ziehen und dann ziehen und dann hat man 4 Meter Schnur frei. Die Schnalle ist von so einem Werbegeschenk Schlüsselanhänger. So, jetzt kommt mal wieder gerade so ein richtiger Regenguss und ich sollte die Kamera ins Trockene bringen. Das ist mein Shelter hier, was ich mir gebaut habe, so in den letzten 2 Wochen immer mal bei der Mittagspause, und das dient mir jetzt richtig gute Dienste hier. Also, Markus, danke für dein Geschenk dieses schönen Edelstahltopfs. Das Essen, das wird gleich fertig sein, nehme ich an. Und falls sich jemand für das Richards hier interessiert, dann meldet mich einfach an. Und tschüss.